Da hatte ich mich doch glatt total verplappert. Ja, was ist mein Ziel heute? Ich möchte wenigstens einmal Seath ausprobieren. Da er ein Drache ist, hoffe ich, dass meine Blitzwaffe gut gegen ihn hilft. Ansonsten, ja, was könnte ich sonst noch machen? Ansonsten kann ich heute noch, könnte ich theoretisch heute noch Leeroy machen, seine Invasion. Und ob ich Nito machen will heute noch, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt habe ich von Nito-Kampf ein bisschen Respekt, weil er ja seine Helferlein mit hat. Und entweder kann man die ganz, ganz schnell umhauen, oder die hauen einen selbst ganz, ganz schnell um. Außerdem hat Nito sein Wunder, was man halt auch lernen kann, wenn man den Eid mit ihm eingeht, diesen Schwerttanz. Und dummerweise kann er ihn gezielt einsetzen, genau unter dir. Während alle, wenn man das selbst macht, man nur die Möglichkeit hat, das um sich selbst herum zu machen. Aua. Ja, schon wieder das Schild. Ja. So, über uns, der müsste runtergesprungen sein gerade. Ja, das war einer von denen, die unten waren. So, jetzt ist da ein Bogenschütze auf der anderen Seite. Nein. Dann habe ich mich jetzt vertan. Oh, aber da oben sind die Zauberer. Vielleicht kann ich einen von denen von ihr aus sehen. Nein? Doch? Vielleicht? Ne. Gehen wir mal auf die anderen Seite. Ich glaube, von dort aus kann man die sehen. Da ist einer, der uns behaken wird. Oh, oh. Aua. Ich werde den Bogenschützen da hinten platt hauen und dann versuchen, den anderen, den Zauberer wieder mit dem Bogen platt zu hauen. Ich glaube, da oben ist er. Ja. Kann ich ihn? Kann er mich von hier aus treffen? Von hier aus? Ja, ne? Kann er mich von hier aus treffen? Ja. Aber ich könnte ihn ja theoretisch vergiften. Au! Das kam jetzt überraschend. Wieso kann er dadurch schießen? Jetzt mal im Ernst. Ah, hier kann er mich nicht treffen. Ah, aber ich kann ihn auch nicht treffen. Ah, nochmal einen Schritt so. Nein! Immer noch nicht. Jetzt aber. Eins, zwei und er ist vergiftet. Alles klar. Dann gehen wir mal weiter. Ich weiß, dass hier auf der Treppe ein paar Skelette sind. Also Hüllen. Mal gucken, kann ich den durch das Gelände erschießen? Nee. Ja, da muss ich da oben hin. Der wird gleich sterben. Ja, er hat schon fast 2/3 HP verloren. Ich glaube sogar, dass tatsächlich hier, dass dieses Schild hier, die einzige Schwäche davon ist tatsächlich seine Magieabwehr. Die ist unter aller Sau, glaube ich. Aber dafür hat das Ding hier eine verdammt gute Feuerabwehr. Und die wird uns bei Gwyn sehr gute Dienste leisten. Aua. Stirb, du Sausack. Nein! Der war noch am Leben. Scheiße. Scheiße. Ja. Zu ihrer Sitzung ein Tod. Scheint hier wohl normal zu sein, wenigstens. Dann kommt wenigstens ein bisschen Konsistenz in das Projekt. Ach ja, ich habe mich nicht gerastet an dem Feuer. Archiv des Herzogs. Vielleicht sollte ich andere Rüstung anziehen mit mehr Magieabwehr. Vielleicht hilft das ein bisschen.
gucken, was ich so habe, was mehr Magieabwehr hat. Ja. Das hier hat auf jeden Fall mehr Magie. Es hat 12, 15. Damit fangen wir jetzt mal an. 31. Ja, das sieht jetzt, wird jetzt wahrscheinlich Paladin-mäßig aussehen. Am Ende. Ups. Okay, das sind diese gelblichen Handschuhe. Ha. Die haben tatsächlich auch insgesamt mehr Resistenz gegen physische Angriffe. Magieabwehr. So, 27, 27. Oh. Okay, es sieht doch eher wild zusammengewürfelt aus. Den Helm von diesem Set will ich nicht anziehen, weil der total bescheuert aussieht. Aber ich finde, der Charakter sieht jetzt generell ein bisschen breiter aus als vorher. Ich weiß nicht. Eine Frau würde sagen, das Gelb lässt ihn fett aussehen. Okay, das war sexistisch. Das tut mir leid. So, du bist jetzt wieder dran. Daneben gesprungen. So, kann ich den die eine Hülle von hier aus sehen? Ich glaube ja, da hinten ist er. So ganz eben kann ich sie sehen. Aber ich finde den richtigen Winkel dafür nicht, die abzuballern. Oh, ich glaube, von hier aus kann man runterfallen. Das war knapp. Sieben Minuten. Ja, ich glaube, ich kümmere mich doch lieber zuerst hier um den Bogenschützen. Weil der mich die ganze Zeit doch von hinten behackt hat. Das ging mir dann doch auf die Nerven. Der da kommt erst langsam. Oh. Ja, gleiches Spiel wie eben. Ich habe echt Panik, dass er mich doch früher trifft, als mir lieb ist. Nimm die Hände runter. So. Der Mistkerl ist jetzt vergiftet. So, und wir schießen den jetzt komplett ab. Das hätte ich auch vorher machen können, ich Idiot. So, der wird uns keine Probleme mehr machen. Ich habe noch den Goldschlangenring an. Das heißt, selbst mit der einen Humanity, die ich habe, die ihm wohl gerade zugesprochen wurde, habe ich vielleicht noch eine reelle Chance, doch noch den Stab von denen zu bekommen. Aber nur vielleicht. Oh, da ist er ja. Die können auch mit ihrem Stab zuschlagen, wenn sie wollen. Ich gehe gerade mal, kann ich mich jetzt an die andere Seite? Nee, scheiß drauf. Oh, ist auch knapp. Kann ich von hier aus irgendwie sehen, dass er was gedroppt hat? Nee, hat er nicht. Schade. Ich könnte so wirklich langsam den Stab von denen gebrauchen. Nur um ihn zu haben für das Achievement. Zack. So, komm her, Mistvieh. Das war gekonnt.
Aber der Sprung von denen, der kommt eigenartig schnell. So, jetzt, wenn ich, da ich jetzt hier oben bin, dürften die Schlangenviecher kommen. So langsam. Normalerweise kommen die nämlich, wenn man hier ist. Ist der gerade weggeklippt? Das sah so aus. Naja. Wir machen weiter. So, komm her. Und zack. Ja, ich glaube, dass tatsächlich hier die Blitzwaffe bei diesen Typen hier auch relativ viel Schaden anrichtet. Weil ich habe ja gesagt, dass Schlangen sozusagen nicht verendete Drachen sind. Und gegen Drachen soll Blitz ja sehr gut helfen. So, gucken wir mal, ist sie jetzt hier drin? Nein? Dann gucken wir uns mal weiter um. Und zumachen. Wir wollen es ja ganz ordentlich zurücklassen. Ansonsten, ja, dann werde ich gleich das Spiel nochmal neu starten und gucken. Ist da einer drin? Irgendwas hat sich bewegt. Da hat sich definitiv irgendwas bewegt. Oh, da ist sie. Da ist sie. Na? Komm her. Ja, die kann sich nicht richtig wehren. Das tut mir eigentlich leid um die. Die hat eine verfluchte Menge Menschlichkeit. Elfenbein-Talisman. Wir können uns den mal angucken. Ja, hat eine A-Skalierung mit Wille. Kann man auch relativ früh benutzen. Allerdings kann man jeden Talisman früh benutzen, glaube ich. Das ist sozusagen, ja, ich glaube zu behaupten zu können, dass der sozusagen der beste Talisman, wenn man Wille hat, ist. Es gibt noch mehrere andere. Aber ich glaube, da bei denen ist die Skalierung ein bisschen anders. Zum Beispiel beim Finstermond-Talisman ist, glaube ich, noch ein bisschen Intelligenz mit dabei. Ich glaube, oder irgendwie Beweglichkeit oder Stärke, ich weiß es nicht. Irgendwie mit D oder E oder so noch. Und bei Velkas-Talisman ist eine A-Skalierung bei Intelligenz statt Wille. Sehr interessant jedenfalls. So, ich versuche jetzt mehrere auf einmal, immer mit einer Pyromantie zu treffen. Naja, das gelingt mir nicht so gut gerade. Normalerweise habe ich irgendwie noch Feuerbomben da, die ich noch hier reinwerfe. Oder ein AE-Wunder. Oder sowas. Naja, solange sie einzeln kommen, ist es ja nicht das Problem. Oh. Seit wann kommt ihr denn runter? Ja, wo wir gerade von einzeln kommen und nicht das Problem gesprochen haben. Natürlich, jetzt wo der nächste kommt, pull ich zwei weitere. Aua. Das Projektil ist auch recht böse. Naja. Der hat mir ganz schön Probleme gemacht. So, die zwei, die da in der Ecke waren und geschluchzt haben, die sind wohl auch nicht mehr da. Ja, das waren wahrscheinlich auch einzigartige Gegner. So, was hat der gedroppt? Menschlichkeit. Naja, kann man nie genug haben. Das hier ist nicht mein Lieblingsort, um es zu farmen. Ich habe zwei Orte. Einer ist kurz vor Nito, mit diesen Baby-Skeletten, von denen ich geredet habe. Ein anderer ist in der Add-on-Welt. Da kann man tatsächlich auch Doppelmenschlichkeit farmen. Und das ist ziemlich cool. Und zack, zack. So, Logan, du bist auch gleich frei.
Ich hoffe, der wird sich das nochmal überlegen, ob der mir nun Zauber verkauft oder nicht. Weil ich möchte gerne die Quest von ihm fertig machen. Ach ja, das hatten wir alles schon. Weil dann der, wenn man alle hat, dann wird der selbst wahnsinnig und selbst zur Hülle werden. Und dann kann man ihn ganz legitim killen. Oh, eine Feuerhüterin-Seele. Sehr schön. Ohne dass es eine Sünde ist am Ende. Und ich glaube, der Talisman von ihm ist tatsächlich Teil des Achievements. Oh, thank you very much. I'm saved. That makes twice. I must be sure to repay you. I will visit the archives. If I discover any new spells, I shall share them with you. Prepare to be impressed by the onward march of sorcery. Ja, also für mich hört sich das so an, als ob er der mir die Sachen beibringen will. Egal, wie gut ich in Intelligenz bin. Ich hoffe es. Wir können jetzt. Nee, können wir gar nicht. Ich hab gedacht, wir könnten uns ans Bonfire setzen und uns teleportieren. Das stimmt aber nicht. Aber da wir also uns sowieso nicht hingesetzt haben, hier. Irgendwo war das. Können wir einfach weitergehen und zurück ans letzte Bonfire. Es gibt viele neue Zauberer, die ihr entdeckt hier drin. Allerdings, man muss auch zugeben, es ist eine ziemliche Verschwendung an Seelen, wenn man sie sich alle kauft. Aber ich denke, für den Beschleuniger ist es halt das wert. Und ja, Seelen lassen sich leicht wieder farmen. Wir sind jetzt bei 17 Minuten wieder. Ich überziehe heute wohl gerne ein bisschen. Und wie sieht's dann, wenn ich beim Bonfire bin? Es passiert ja sonst nichts.